Vielen Dank, Boris. Ich darf auch herzlich begrüßen zur Pressekonferenz-Nachbetrachtung. Vorweg gestattet mir auch ein Hinweis zum Thema Sicherheitsthematik gestern beim Spiel, weil auch vorher geschrieben wurde, das Stadion gleicht einer Festung. Insgesamt nochmals mit unserem Sicherheitschef Heimog ausgesprochen, es gab überhaupt keine Zwischenfälle, hatten auch keine Pyrotechnik im Stadion. Vorbildliches Verhalten, wie immer von unseren Fans, aber auch von den türkischen Fans. Von daher ist es dieser Abend von der Perspektive der Sicherheit sehr gut und rund abgelaufen. Und natürlich hat es bei den Eingängen auch für euch ein bisschen höhere, schärfere Kontrollen gegeben. Aber letztendlich ist das sehr gut verlaufen. Ich glaube, das ist auch eine Meldung wert. Ich darf jetzt gleich dem Teamchef das Wort geben, vielleicht ein bisschen ein Resümee dieses gesamten Lehrgangs zu geben. Warst du mit dem zufrieden? Ja, grundsätzlich war ich zufrieden. Es war natürlich jetzt auch nicht einfach, weil wir verschiedene Dinge noch zu erledigen hatten. Das heißt, Sponsorentermine, Fototermine, es waren Prämiengespräche. Und das hat in dem Sinne natürlich auch eine gewisse Unruhe reingebracht. Und das oder war für mich jetzt auch wichtig, halt, dass wir das alles im März abwickeln, um dann im Mai oder Trainingslager dann in der Schweiz Ruhe zu haben und uns konzentriert vorbereiten zu können. Grundsätzlich hätten wir gerne beide Spiele gewonnen. Ich glaube jetzt aber auch das Spiel gestern, also was ich beim ersten Spiel noch ein bisschen bemängelt habe, dass die Rückwärtsbewegung nicht bei allen gleich gut war. Ich habe mir heute Morgen das Spiel nochmals angeschaut und es war in der Defensive hervorragend. Also wir haben keine Torchance zugelassen und haben trotzdem verloren. Also ja, ist das natürlich ein bisschen bitter und ärgerlich, aber das, was ich sehen wollte, hat das Team gezeigt und das ja, macht mir natürlich dann auch sehr viel Spaß. Wir hatten nach vorne, denke ich, auch zwei, drei gute Möglichkeiten und ja, das sind halt auch so Spiele, wo du dann, ja, wenn du die Torchance nicht nützt, die eng sind, Türken haben gut verteidigt, haben das eigentlich auch sehr gut umgesetzt und du musst halt dann eben in solchen Spielen die Tore schießen und kannst nicht dann zwei, drei Möglichkeiten liegen lassen und das haben wir leider gemacht und dadurch, ja, und ein Tor haben wir den Türken noch geschenkt, also kam diese Niederlage zustande. Ich denke, es ist aber schon so, dass es lieber jetzt der Fall sein soll, als dann, wenn es in die Qualifikation geht oder wenn die Gruppenphase kommt. Und jetzt haben wir noch dann zwei Spiele, die wir im Mai, Anfang Juni gut gestalten wollen. Ich glaube, da sind wir dann auch ein bisschen weiter und eben ich hoffe, dass wir dann auch in der Schweiz die nötige Ruhe finden, um uns da konzentriert vorbereiten zu können. Vielen Dank. Darf ich mal eure Fragen bitten? Bitte auch die Frage ins Mikrofon zu richten und Name und Medium zu sagen. Christian Hackl macht den Beginn, as usual. Herr Teamchef, gibt es in dem 23-Mann-Kader doch ein bisschen ein Gefälle? Ist es in Wahrheit vielleicht nur ein 15-Mann-Kader? Ich denke, da ist Österreich natürlich auch nicht die einzige Nation. Das ist halt so, dass du auf einem hohen Level, habe ich auch gesagt, wir sind aktuell die Nummer 10, dass halt da die Luft dünner wird und dass man jetzt, oder dass auch nicht jede Mannschaft, dass die Schweiz oder ja, was haben wir noch, Slowakei oder Ungarn, dass die natürlich auch nicht irgendwie 30, 40 gleichwertige Spieler zur Verfügung haben. Und das ist bei uns auch so. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich schon auch viel mit dem Teamgeist, dass wir mit dem eng zusammenstehen, dass wir da zusammenrücken, dass wir auf dem Platz dann auch jeden den anderen unterstützen.
aber dass du natürlich jetzt auch die individuelle Klasse, dass die bei jedem oder dass du auf jede Position auf zwei, drei zurückgreifen kannst, das ist natürlich nicht der Fall. Herr Koller, der Rambo Özkan war gestern sehr geknickt nach seinem Fehler, verständlicherweise. Konnten Sie ihn ein bisschen aufbauen gestern und könnte seine Leistung auch ein bisschen was an der Hierarchie bei den Torhütern geändert haben? Klar war er geknickt und das ist auch so, wenn man dann natürlich so einen Fehler macht und dann noch ein Tor bekommt, ist halt beim Torhüter natürlich eher der Fall als jetzt beim Stürmer, wenn er das so nicht trifft oder wenn er mal vielleicht defensiv nicht so gut steht. Je weiter hinten du bist, desto brutaler wird es dann, wenn du Fehler machst. Aber er hat natürlich auch genügend Erfahrung, jetzt auch über das hinwegzukommen. Er ist für uns auch ein wichtiger Spieler, der sich jetzt auch da in den 4,5 Jahren, wo ich dabei bin, da immer voll reingehauen hat. Und auch jetzt, wenn er nicht gespielt hat, da fürs Team geschaut hat und da auch in der Kabine drin Stimmung macht, positive Stimmung macht. Das ist das, was man sagen kann. Ich weiß nicht, was Sie meinen jetzt von der Hierarchie her. War jetzt so die Nummer zwei bis jetzt, kommt man glaube ich sagen, ob sich da jetzt irgendwas geändert haben könnte. Also Sie meinen von zwei auf drei, oder? Ja, nein, also es ist halt auch so, dass man ja auch Fehler machen kann. Wir können das nicht rückgängig machen, wir können es nur das nächste Mal besser machen. Und ich glaube, es war ihm im Spiel auch selber gleich bewusst. Er hat dann, wenn die Bälle zurückgekommen sind, hat er die nicht mehr angenommen, sondern hat sie gleich dann direkt nach vorne gespielt. Fehler passieren. Und das ist das, was ich gesagt habe, wenn der Stürmer halt das Tor nicht trifft, dann ist das Geschrei nicht so groß, wie wenn jetzt der Torhüter einen Fehler macht und du kriegst am Gegentor. Verlierst das Spiel noch, ist unglücklich. Aber wird auch wieder eine Erfahrung reicher sein. Keine gute, aber doch eine. Auch zu Rambo Özcan, er hat in Deutschland oder bringt in Deutschland Top-Leistungen, er hat sehr gute Kritiken, er hat sehr gute Statistiken. In der Nationalmannschaft ist das ganz anders. Wir haben kein einziges Mal gewonnen, wenn Rambo Özcan gespielt hat. Er hat sich auch schon den einen oder anderen Patzer geleistet in den 6 Partien. Woran liegt das? Ja, es ist natürlich schon so, dass das Nationalteam halt nochmals eine Stufe höher ist als vielleicht auch im Club. Und dass er halt vielleicht hier auch eine spezielle Leistung zeigen möchte und vielleicht auch im einen oder anderen Mal vielleicht ein bisschen überdreht. Vielleicht braucht er ein bisschen mehr Ruhe noch. Und also meine Erfahrung hat er, aber dass er vielleicht da ab und zu ein bisschen zurücknimmt oder sich zurücknimmt, da hat es natürlich im Blut drin. Aber aus meiner Sicht denke ich, wäre dann vielleicht mal bei der einen oder anderen Szene, wo er ein bisschen Gas wegnehmen könnte, um die Situation anders zu lösen. Wolfgang Widerstein, Presse. Herr Koller, ich habe eine Frage. Welches dieser beiden Länderspiele war für Sie persönlich wertvoller? Ja, es waren beide wichtig. Auf der einen Seite waren zwei verschiedene. Auf der einen Seite war Albanien defensiv, erste Halbzeit sehr, sehr kompakt und wir mussten unser Passspiel aufziehen. Zweite Halbzeit war dann da ein bisschen weniger aktuell oder weniger gut, hat aber auch gezeigt für uns und was ich auch bemängelt habe, dass wir da die Defensivarbeit dann nicht mehr so gut umgesetzt haben. Und jetzt die Türken, da wussten wir auch, die sind spielerisch besser oder individuell besser, haben das oder konnten das nicht zeigen, weil wir aus dem ersten Spiel die Erkenntnis gezogen haben, dass wir defensiv mehr machen müssen. Also wir haben wirklich nichts zugelassen, keine Torchance. Und das sind halt auch Dinge, die man dann dem Team wieder mitgeben kann. Ne? Dass es wichtig ist, beide Seiten auf der einen Seite offensiv ruhig zu bleiben, Torchancen zu verwerten, auf der anderen Seite defensiv eben auch konsequent zu sein und diese Wege zu tun. Und
wenn du halt dann klar Standard ein Tor bekommst oder dann selber noch einschießt, das kann man dann nicht groß beeinflussen. Herr Koller, daran anschließend, welche Erkenntnisse haben sich jetzt aus diesem Lehrgang ergeben? Gibt es da neue Erkenntnisse oder haben sich alte verfestigt? Wie kann man das zusammenfassen? Ja, wir haben klar jetzt auch den Stand der Dinge gesehen, wie sie drauf sind, wie sie gekommen sind. Und das war, denke ich, extrem wichtig, jetzt nach 4 Monaten, nach dem November, dass wir uns gesehen haben, weil es halt einfach immer wieder entscheidend ist, dass du deine Philosophie vermitteln kannst. Und auch in den Gesprächen mit den Spielern, dass halt die einen stehen hinten drin, die anderen greifen vorne an, die anderen spielen weniger, die einen spielen lange Bälle, die anderen wollen kombinieren. Das sind halt das kreuz und quer gemischt, diese Idee. Und für uns war eben in dem Sinn wichtig, dass wir wieder unsere vermitteln konnten. Und das jetzt auch bis zum nächsten Mal ein bisschen kürzer ist, dass das vielleicht dann eher verfestigt ist und wir dann vielleicht auch schneller wieder in unserem Spiel drin sind. Robert Giegler. Herr Koller, wie in der Defensive ist die österreichische Mannschaft sehr gut aufgestellt, da gibt es fast ein Überangebot. Wie beurteilen Sie die Situation in der Offensive, zumal die gestern Eingesetzten, von Beginn an Eingesetzten, nicht so überzeugen konnten? Ja, ich denke, das hängt jetzt auch nicht von einem Spiel ab. Es ist so, dass klar natürlich eben Tore zu schießen ja heutzutage immer schwieriger geworden ist und dass man sich da durchsetzen muss und dass man eben auch in der Offensive nicht viele Fehler erlauben kann. Das heißt im technischen Bereich, das heißt aber auch in den Laufbewegungen, das gute Timing zu finden, um dann in den Abschluss zu kommen. Und wir hatten Möglichkeiten, aber die letzte Konzentration hat hier gefehlt und so konnten wir nur ein Tor schießen, das hervorragend herausgespielt war mit Arnautovic und Nusovic, herrlich abgeschlossen, aber auch dann nicht gereicht hat für sich. Heißt das, dass dieses Spiel keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Kader hat? Ja, wissen Sie, wenn sich jetzt bei jedem Spiel ändern würde und jetzt auf so genau auf die Fehler achten würde und jeden bestrafen würde, wenn er irgendeinen Fehler macht oder wenn er einen Fehlpass macht oder das Tor nicht trifft, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und die ist nicht erst jetzt gekommen, sondern die war vor 4,5 Jahren schon da. Und das ist eben wichtig, aber wir werden natürlich auch schauen, dass klar, die Spieler sollten in Form sein, die sollten Selbstvertrauen haben, wenn sie im Club nicht spielen. Das sind jetzt auch die nächsten 7 Spiele, 8 Spiele, die da noch stattfinden, dass wir da gut beobachten werden, dass wir das gut anschauen. Aber wir haben, und das war jetzt auch wieder dieser Lehrgang, war auch wichtig, oder die Erkenntnis für mich, dass wenn die Spieler kommen und vielleicht kein Selbstvertrauen haben, dass man ihnen das auch schon vermitteln kann. Und das sind halt dann dementsprechend Gespräche, die dann positiv verlaufen sollten, die unterstützend verlaufen sollten. Und da merkt man schon eigentlich im Training, wie der Spieler aufblüht, wie er sich besser fühlt. Und das muss man halt einfach auch ansprechen und das wollen wir mitnehmen. Und wir haben die Spieler, die wir ausgesucht haben, also wird es, wenn es keine Verletzungen gibt, eben nicht viele Veränderungen geben. Weil wir überzeugt sind von denen, dass sie das, weil sie es auch gezeigt haben, dass sie das gut umsetzen können. Michael Lorbeer. Herr Koller, es wirkt so, dass der Großteil des Kaders feststeht für die EM. Lediglich im Mittelfeldzentrum, im Defensiven gibt es vielleicht noch eine vakante Position oder auf dem Flügel. Auf welcher Position sehen Sie noch irgendwie Fragezeichen? Ja, das denke ich, ist jetzt nichts für die Öffentlichkeit, weil wir jetzt das auch nicht eben so eng sehen und nicht jetzt von einem Spiel abhängig sind oder sein wollen, sondern da schon die
ganze Entwicklung eigentlich anschauen. Und es ist wichtig, dass die Spiele zum Spielen kommen, dass jetzt auch die nächsten Wochen noch nützen, um weiter Gas zu geben im Training oder auch versuchen, die nicht spielen, sich beim Trainer oder demjenigen Trainer anzubieten, dass sie dann in die Stammelf kommen. Andreas Heidenreich vom Kurier. Herr Koller, wenn Sie in den nächsten Wochen und zwei Monaten bis zur EM oder bis zum Trainingslager in der Schweiz die Ihre Teamspieler beobachten im Ausland, bei Ihren Clubs, bei Ihren Spielen, was ist dann primär Ihr Ziel? Geben Sie den Spielern dann auch Feedback zu Ihren Leistungen beim Club? Schauen Sie einfach, wie der Einzelne in Form ist? Weil es ist ja davon auszugehen, dass Sie personell nicht mehr viel ändern werden. Ja, das ist schon so, dass wir natürlich, wenn wir auch vor Ort sind und wenn wir Kontakt haben mit den Spielern, dass wir da auch über das Spiel sprechen, dass wir so wie bei uns versuchen, ohne dass wir natürlich jetzt auch die Taktik kennen oder die Idee kennen, dass wir nicht mit dem Trainer sprechen, was hat jetzt der oder unser Spieler für eine Aufgabe, aber wenn uns Dinge auffallen, dass wir das natürlich auch ansprechen, eben so wie beim Team auch. Dass wir versuchen, Gutes zu verfestigen, noch besser zu machen und Schlechtes aber auch ansprechen und ohne jetzt irgendwie beleidigend persönlich zu werden, dass wir von Fehlern halt einfach auch lernen und versuchen, die nicht mehr zu machen. Aber wichtig ist ja, also nicht nur jetzt eben die Legionäre zu sehen, wir wissen, wie die spielen, wie die sich bewegen, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir natürlich auch, wenn mal einer ausfallen sollte oder die wir jetzt auf dem Plan haben, dass wir natürlich auch dann gewappnet wären, um dann diesen Ausfall auch auffangen zu können mit der bestmöglichen Lösung. Herr Koller, 72 Tage sind es noch bis zur Euro. Wie sieht Ihr persönlicher Fahrplan bis zum nächsten Treffen aus und welche Punkte auf der Checklist wollen Sie bis dorthin abhacken? Ja, es sind natürlich viele Besprechungen. Es sind die zwei Testspiele vorbereiten, Malta und Holland. Und dann geht es die Gruppenphase mit Ungarn, Portugal und Island. Das sind insgesamt 50 oder jetzt glaube ich, also wenn wir die Testspiele jetzt auch noch mitnehmen, das sind dann 55 Spiele, die ich noch am Laptop beobachten muss, ausarbeiten muss. Und dann dementsprechend müssen wir die zusammenschneiden und dann wird das nochmals behandelt, dass man dann den Spielern da die Idee vom Gegner vorzeigen kann. Dann ist Vorbereitung, Trainingslager, Schweiz und dann natürlich auch Frankreich-Planung. Da kann man ja eigentlich auch schon viel vorneweg planen, dass oder von den Ideen, wie man trainieren will, was man trainieren will und schlussendlich ist dann aber auch vor Ort entscheidend, wenn man dann vor Ort ist und die Spieler kommen, mit den Spielern spricht und wir vor allem in der Schweiz so sein, weil sie ja dann kurz nach dem Saisonende zu uns kommen. Und für uns eigentlich wichtig sein wird, dass sie einen klaren Kopf kriegen und frei im Kopf sind. Nach einer langen Saison bist du müde und dann ist wichtig, dass man eben diesen Kopf frei kriegt und das ist dann nicht planbar. Das muss man besprechen mit den Spielern individuell und dementsprechend auch individuell dann angehen, ob das dann Einzeltraining ist, ob das in der Gruppe ist, ob das alle zusammen sind. Das ist dann eine kurzfristige Sache. Herr Koller, es herrscht unbestrittenerweise eine Fußball-Euphorie im Land, aber trotzdem waren bei beiden Testspielen weniger als 30.000 Fans im Stadion. Hätten Sie sich mehr erhofft? Ja, wenn 48, 500 hätten Platz und wenn immer 48, 500 wären, wäre klar, natürlich am schönsten, aber wir können die Leute ja nicht ins Stadion prügeln. Also es ist... Es ist so, wieso, warum, weiß ich auch nicht, ob sie warten, bis dann Malta und Holland kommt oder ob dann alle nach Frankreich kommen, weiß ich nicht. Wir nehmen das, was kommt, freuen uns für die Unterstützung und versuchen von unserer Seite natürlich Werbung zu machen mit guten Spielen, dass die Leute ins Stadion kommen.
Herr Koller, auch wenn Sie und Ihre Mannschaft natürlich jedes Spiel gewinnen wollen, war diese Niederlage gestern vielleicht sogar eine zum richtigen Zeitpunkt, wenn wir nämlich von dieser Euphorie sprechen, die für viele ja die österreichische Mannschaft zumindest bis ins Halbfinale schwappen wird. Hat man die Euphorie damit vielleicht auch aus Ihrer Sicht, Gott sei Dank, ein bisschen einbremsen können? Ja, wenn man das so sieht, wie Sie jetzt das erklärt haben, war das natürlich hervorragend. Aber wenn man ein Sportler ist und als Trainer, dann man verliert nicht gerne. Ja. Und das war nicht nötig, auch jetzt gestern diese Niederlage. Und darum ist es wichtig, dass wir auch diese Lehren daraus ziehen. Und da muss jeder Einzelne auch, wir werden das ja auch beim Team wieder anschauen, aber jeder Einzelne muss daraus lernen und muss das mitnehmen. Es kann nicht zu viel Euphorie geben für Sie. Na, das ist schon so, aber man muss es auch richtig einschätzen. Also es ist natürlich wichtig, und da kann ich jetzt einfach zum x-ten Mal auch sagen, wir werden nicht durch die Euro marschieren, so mir nichts, dir nichts. Und man hat jetzt gesehen, man hat Albanien gesehen, ich weiß nicht jetzt von eurer Seite her, wer die so eingeschätzt hat, wahrscheinlich keiner. Wer schaut Spiele, wer schaut 10 Spiele an von einem Gegner, wer kann das beurteilen? Und glaube ich, bin ich schon einer, der dann da eine Meinung abgeben kann, und das hat jetzt nichts jetzt mit irgendwie Zurückhaltung zu tun, sondern einfach auch, weil die anderen ja auch gewinnen wollen, weil die Ungarn, war ich glaube der Trainer auch da gestern, die werden auch alles tun, um im ersten Spiel nicht zu verlieren. Und die werden irgendwie eine Möglichkeit suchen, wie sie uns Probleme bereiten können. Wie wir das ja auch tun. Und wenn man halt jetzt einfach nur auf Worte aus ist, ohne dass man irgendwie eine Ahnung hat, wie der Gegner spielt, ist das verdammt einfach. Aber es ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Aber dass die Leute Freude haben, dass wir dabei sind und alles tun, das können wir nicht beeinflussen. Aber wir wissen, wie schwierig das ist wird. Herr Teamchef, noch eine Frage zu den Zuschauern. Kann es auch sein, dass weniger gekommen sind, weil der Fußballfan auch wegen der Terrorwarnungen in ganz Europa ein bisschen vorsichtiger geworden ist? Ja, kann schon sein. Das kann man schon auch so sehen. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, weil ich ja in dem Sinne keinen Kontakt habe. Also vom Ticketingverkauf her kann man schon sagen, dass natürlich nach den Meldungen mit eben erhöhter Sicherheit und Stadion gleicht einer Festung und wie auch immer, dass da schon eine gewisse Stagnation auch des Verkaufs spürbar war. Also das merkt man schon, dass die Leute vorsichtiger sind. Aber wie man gesehen hat, jetzt nach der Türkei eigentlich unbegründet. Gibt's weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann vielen Dank fürs Kommen. Wir sehen, denke ich, einander im Mai, und ich darf zurückgeben an den